mindestens 10% seines Lebens weghauen. Und dann können alle anderen kommen. Es hat irgendeinen Grund, ich weiß immer jetzt nicht welchen, steht unten in der Videobeschreibung. Und ja. Zum Angriff! Ja, ich habe ihm mit einem Flammenstoß die Hälfte seiner Lebensenergie weggenommen. Wer findet, dass das fair ist? Naja. Mann, ich habe fast Mitleid mit ihm. Ja, genau, Lederrüstung findet man hier. Und ganz viele andere tolle Sachen, die ich an nicht brauche. Dankeschön. So, und weiter geht's. Einer aus meiner Gilde geht in die Goblin-Mine. Nee, ich habe keine Zeit. Ich muss den Guide machen und dann muss ich auch schon wieder aufhören mitspielen. Und bei Luane hier kann man übrigens eine Quest abgeben und eine Quest annehmen, soweit ich mich erinnere. Oh ja, das ist ein schöner Raum. Hier kann man bei den... Bei Zombie-Müll kann man... Ach, bei dem Zombie-Müll, Mann. Ey Mann, ich bin Deutsch schlecht, weil ich Hauptschule und so. Bei dem Zombie-Müll kann man... Na komm, was einsammeln, wenn man bei... der Geister-Tussi da die Quest angenommen hat. Das könnte aber äußerst schwer werden, weil wenn man was einsammelt, kommt, glaube ich, ein Ghoul oder ein Zombie aus dem Zombie-Müll raus. Und greift euch an. Ja. Arschlöcher. Und ja, deswegen sollte man immer darauf gefasst sein. Und sich, also wenn man mit jemandem stärker unterwegs ist, also jetzt, wenn ich eine Gruppe durchziehe, dann sage ich denen auch immer, wartet im Raum, wo die Tussi ist. Ich erledige hier die Ghouls und die Zombies und alles, was sie kreucht und fleucht. Und dann sollten die erst kommen, weil die Mobs machen echt extrem Ärger, wenn man nicht mit ihnen fertig wird. Also mir jetzt nicht, weil ich bin stark, aber Low-Levelern möglicherweise. Nein, wir haben sie auch mal Ärger gemacht, als ich noch klein war. Also vom Level her. Nicht klein, vom Alter her. So, und jetzt bevor wir da lang gehen, gehen wir da lang. Warte, wo lang? Achso, hier lang. Also wenn man rauskommt, direkt nach rechts, ja. Da wartet nämlich ein guter alter Freund auf uns. Und mein Buff ist fast leer, deswegen hau ich nochmal neu rauf. Zack. Hey, ich hab zack gesagt. Perfekt. Und ja, die Mobs hier lassen schon erahnen, dass hier der erste Boss kommt. Ach Quatsch, der zweite Boss. Den ersten haben wir ja erledigt, den Duke. Und der erste Boss von den Bossen, die man besiegen muss, um in Nankalons Kammer zu kommen, ist niemand Geringeres als das fließende Chaos. Die Strategie beim fließenden Chaos ist genauso wie beim Duke. Tank geht vor, haut Schaden drauf, 10 Leben, also 10% seines Lebens muss weg und dann können die anderen kommen. Wie gesagt, ich weiß nicht wieso, stand aber auf der Seite, wo ich nachgelesen habe, so nach. Da. Jo. Und wir hauen den das fließende Chaos jetzt die Flüssigkeit aus den Ohren. So, komm her. Ja, ich muss warten, bis es herkommt, damit ich das machen kann. So, jetzt habe ich den ein bisschen gestunt. Wo ist er hin? Hallo? Steckst du dich mal nicht von mir? Ja, und der zaubert Gift. Das macht dir aber rein gar nichts aus, da ich diesen Zauberrabe reinigen. Damit kann ich mich vor Gift reinigen, nicht. Egal, aber zu irgendwas war der bestimmt gut. Und was hat er gedroppt? Schönes Sternlichtstein, unverwüstliche Stiefel, Krummsäbel der Enthauptung und präzise Schneideklinge. Ja, hier droppen einige gute Sachen, weswegen man auch mehr als einmal ruhig in das verlassene Abteil reingehen kann. Hier droppen auch Gildenruhen und der ganze Müll. Und weil wir ihn besiegt haben, haben wir jetzt das bekommen. Das grüne magische Siegel. Jetzt brauchen wir noch das
rote magische Siegel und das blaue magische Siegel, glaube ich. Dann erst kommen wir in Ankerlunds Zimmer rein und können sie fernmaschen. Nein, Spaß. Besiegen. Wir können sie besiegen. Genau das haben wir jetzt auch vor. Nachdem wir diesen Ghoul besiegt haben. Oh mein Gott, es ist ein Ghoul. Es sind sogar zwei und sie gehen in Flammen auf. Freiwillig. So, und hier sieht man eine Wand. Das heißt, hier ist das Ende des Abteils. Also, tschüss. Nein, Spaß. Man kann natürlich um diese Wände drumherum laufen. Ich weiß nicht, warum das in den meisten MMORPGs so eingebaut ist, dass nach einer Tür eine Wand kommt und hier man links und rechts vorbeigehen kann. Finde ich jetzt nicht die beste Designentscheidung, aber hey. Was soll's, ne? Kann man auch nichts machen. So, let's go. Ja, das bei dem Raum das gleiche wie bei dem Raum davor, bei dem großen. Erstmal entweder den Starken vorrennen lassen, ihn alles weghauen lassen. Oder halt alle rein. Tanks laufen vor, hauen die Viecher weg. Priester hinterher, heilen ein bisschen. Magier am besten auch hinten bleiben, weil ja, Magier haben nicht so viel Leben. Und sterben dementsprechend auch schnell. Na komm. So, anvisiert. Fick frittiert. Ja, da hinten sind noch bei zwei. Die frittiere ich auch mit meinem Wirbelsturm. Ja. Und jetzt gehen wir zuerst hier lang, denn hier erwartet uns. Mal gucken, wer uns hier erwartet. Hier erwartet uns. Ja, perfekt. Genau den wollte ich. Den Gräuelfresser. Gleiche Taktik. Tank rennt vor, 10 Leben, Prozent Leben weg. Alle anderen können danach draufhauen. Na los, komm. So. Wenn es noch weitere Informationen zu ihm gibt, die ich gerade nicht gesagt habe, dann findet ihr sie in der Videobeschreibung. Der Gräuelfresser droppt Light 2, brauche ich nicht, ich sammle nur Rang 3 oder höhere Runen. Armbrust des Opfers ist gut für. Ich habe den Namen der Klasse vergessen. Der steht dann hier irgendwo im Bild. Schuppen, Panzerhandschuhe des Chaos. Alte Schlachtkrummsäbel und präzise Schneideklinge, die hatten wir ja schon. So, jetzt fehlt uns nur noch einer und der Boss, der jetzt kommt, ist ein Arschloch. Und ich sage das, weil dieser Boss ein Arschloch ist. Er ist wirklich ein Arschloch, weil ich hasse ihn. Mit Level 40, man muss sich das mal vorstellen, mit Level 40 hatte ich immer noch Probleme bei ihm. Zwar alleine, aber er ist ein Arschloch. Echt jetzt. Ich muss aufpassen, dass er hier nicht direkt hinter der Ecke steht. Doch, tut er. Die leere Hülle. Der Boss, der als letzter dran ist bei mir immer. Erstmal die Assi-Spinne. Aslan-Spinne weg. Assi-Spinne. Haha. ja, jetzt müssen wir warten, bis er nach hinten kommt, weil man muss ihn im großen Raum besiegen. Wenn man ihn hier anlockt und im kleinen Raum gegen ihn kämpft, hat man relativ große Probleme, denn bitte sieht er mich nicht, er sieht mich nicht, er sieht mich nicht, ich bin nicht da, er sieht mich nicht, er sieht mich nicht, er sieht mich nicht, er hat mich nicht gesehen, wuhu! Denn er macht Flächenschaden und, was noch beschissener ist, was ich euch gleich zeige, wenn ich ihn angegriffen habe und wenn er so lange überlebt, vielleicht hat er ja Glück. Oh, nein, er ist nicht so stark. Er beschwört Ghule beziehungsweise Zombies und dafür hasse ich ihn. Das wird nämlich bei Gruppen, glaube ich, gerne mal unterschätzt, dass er Zombies ruft und er beschwört die Zombies immer neben dem Heiler. Das heißt, man sollte sich erst auf die Zombies konzentrieren und dann erst auf den Boss. Hey, warum hast du? Achso, da lebt noch einer. Jetzt nicht mehr. Haha. du Assi-Spinne kommst auch nicht weg. Aslan-Spinne, tut mir leid. Ja. Was hat er gedroppt? Oh! Seht ihr?
das kommt dabei heraus, wenn man im verlassenen Abteil unterwegs ist. Hahaha. Blutstropfen-Ohrring. Brauche ich aber nicht, weil meine Ohrringe sind besser. Das kann ich sogar beweisen. Ja, beweisen. Gleich. Hier, gucke. Besser. Immer noch besser. Zwar nicht gut, aber besser. Rezept Wasser des Seitengeistes. Hey, mir habe ich noch nicht erlernt. Ich versuche alle Rezepte, egal ob sie mir es bringen oder nicht, zu erlernen. Deswegen habe ich noch nicht erlernt. Sternlichtstein, naja. Fischschuppen, Beinpanzer. Auch so nicht schlecht, aber ne. Feder-Zweihandstab kann man mitnehmen. Und Bestienknochen, Kurzstab. Kurzstäbe sind nichts für mich. Davon halte ich nichts. Und ein Rezept erlernen. Und was ist das? Ah ja, das gelbe magische Siegel. Das haben wir vom Schleim erhalten. Ne, das haben wir jetzt erhalten. Entschuldigung. Das haben wir von der leeren Hülle erhalten. Das gelbe magische Siegel. Und jetzt kommt The Princess of the Castle. Nein, nicht Prinzessin Peach, sondern Prinzessin Ankalon. Oder Dämonenhexe Ankalon. Schatz, ich komme nach Hause. So, die drei magischen Embleme sind an den jeweiligen Plätzen angebracht worden. Die Tür öffnet sich langsam. Das sah mich langsam aus. Und hier drin sind noch ein paar Jünger. Level 24 in Elite. Die Gegner hier drin, um die sollte man sich zuerst kümmern, bevor man Ankalon seinen Respekt zollt. Denn nichts anderes hat sich verdient. Nein, natürlich, weil wir sie töten. Ja, die sollte man halt wie gesagt zuerst erledigen. Und dann stirb. Siehst du, funktioniert. Und dann kann man immer noch sich um Ankalon kümmern. Weil die wären, glaube ich, ziemlich wütend, wenn jemand Ankalon angreift, während sie noch am Leben sind. Ja, stirb. Funktioniert immer wieder. Und jetzt können wir uns der Prinzessin Ankalon widmen. Nein, Dämonenhexe Ankalon. Dämonenhexe Ankalon, Magier Ritter, Stufe 28 Elite, fast 200.000 Leben. Die Alte hat echt was auf dem Kasten, denn sie zaubert Stille auf Magier. Das ist schon mal scheiße. Sie hat Flächenzauber drauf. Auch nicht unbedingt das Beste. Warte, ist mein Mikro überhaupt an? Jo, schön. Und sie beschwört Ghule und Nekromanten. Neben sich. Nicht neben Heiler, aber neben sich. Und während sie die beschwört, oder besser gesagt, während die Ghule und Nekromanten die Gruppe in Schach halten, heilt sie sich auch noch. Ja, sie heilt sich. Deswegen. Drauf auf die Alte! Yeah! Lassen wir sie hochgehen! Zack. Und sie redet auch noch. So. Und sie zaubert ein paar Zauber, die mir gar nicht gefallen. Ach ja. Sie hat, glaube ich, Stille auf mich gecastet. Ja. Warum kann ich den Zauber nicht ausführen? Warum kann ich den Zauber nicht ausführen? Ja, ich muss das Tier ansehen. Okay, sie steht vor mir und da steht, ich muss das Tier ansehen. Ja, das ist so einer dieser typischen Runes of Magic Bugs, die mich schon immer genervt haben. Aber egal. Das Tier ist gestunt und sie hat auch Feuerball drauf. Das finde ich ein bisschen unfair. Denn ich bin der einzige Feuerballer hier. Oh, wir haben sie schon besiegt. Gut, Dämonenhexe Ankalon hat ihr jähes Ende durch uns gefunden. Und hier glitzert alles. Oh, schön. Und was hat sie wohl gedroppt? Was hast du gedroppt, Ankalon? Ein purpurroter Blutring, auch nicht schlecht, den kann man durchaus mal mitnehmen. Magietränke, ja, kennt man. Sturzflutstiefel, naja, die sind jetzt nicht so gut. Eine elegante Robe, kann man auch mitnehmen. Kurzschwert des Assassinen, naja, weiß nicht. Ah, vielleicht für andere Klassen. Namen hier eintragen. Ich habe jetzt gerade alle Namen von allen Klassen außer Priester und Magier vergessen. Und ein verfluchter Kriegshammer. Aber mit magischer Verteidigung plus ist das eigentlich nicht so doll. Und eine Leit 2 Rune. Na gut. Und jetzt kann man halt die Dämonenspange, die man bekommen hat, hier einsetzen.
Genau hier und die Quest beenden. Genau. So, das war's soweit mit dem verlassenen Abteil. Das war mein, in Anführungszeichen, Guide zum verlassenen Abteil. Ich hoffe, ich habe keine Informationen im Video vergessen. Wenn doch, stehen sie in der Videobeschreibung. Das Video wird wahrscheinlich in zwei Parts unterteilt. Und ich sage Tschüss. Tschüss!